Daniel Hubmann, der zweite Titel. In zwei Tagen hättest du so etwas erwartet? Nein, sicher nicht. Ich wusste, ich bin gut zu wegen. Wenn es gut läuft, kann ich vorne mitlaufen. Aber ja, dass man zweimal gewinnt, kann man nicht erwarten. Aber heute war es auch knapp und die Sekunden sicher auch auf meiner Seite gehabt. Du läufst ja alle Disziplinen, das ist speziell streng. Ist das heute auf der Langdistanz nicht das Problem gewesen, dass du so viele Rennen in den Beinen hast? Ja, ich habe mich eigentlich heute sehr gut gefühlt. Ich habe mich gut erholt von den letzten Wettkämpfen. Und eben sicher gut zu Weg, dann erholt man sich einmal auch gut. Und ja, beim OL kommt es halt eben aufs Kartenlesen auch noch drauf an. Und heute habe ich zwar am vierten Posten einen Fehler gemacht, etwa eine Minute. Das war aber dann wirklich ein Weckruf gewesen und nachher konnte ich mich wirklich zusammennehmen und super bis ins Ziel laufen. Es hat ja noch einen Überlauf gegeben bei der Zielanlage und dort hast du noch einen kleinen Rückstand gehabt. Hast du das mitbekommen? Was hat das für dich bedeutet? Ja, ich habe gehört, dass ich 10 Sekunden zurück bin und nachher waren es noch etwa 4-5 Posten bis ins Ziel. Aber ich habe mich eben sehr gut gefühlt und auch im Kopf bin ich noch frisch gewesen und mich können noch mal konzentrieren für die Schlussschlaufe. Und einfach versucht, nochmal alles zu geben und so ist es zum Glück so rausgekommen, dass ich glaube im 28. von 30 Bösten die Führung übernommen habe und dann als Sieger hat dürfen einlaufen. Kannst du noch ein Wort sagen zum Gelände? Das war ja wahrscheinlich gleich gewesen wie gestern mit der Distanz. Ja, es war wieder sehr schnell belaufbar gewesen, viele Felder mit ein bisschen Bäumen drauf und meistens gute Sicht. Und die Schwierigkeit war eben, gewesen, dass man nie abhängt, dass man gleich konzentriert bleibt und ja, seine Arbeit auf der Karte sauber macht und jeden Posten konsequent anläuft. Du hast vor den Europameisterschaften gesagt, wenn du nur Bronze gewünscht, wärst du etwas enttäuscht. Jetzt zweimal Gold. Hast du das irgendwie erhofft oder ist das wirklich mehr als es dürfen warten? Nein, ich glaube, jetzt ist es wirklich sehr gut gelaufen. Beim Sprint knapp an der Medaille vorbei. Da hat mich schon etwas gewurmt. Aber ja, jetzt mit diesen zwei Goldigen ist natürlich super. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich an einer Meisterschaft zwei Einzelmedaillen oder Einzelgoldmedaillen gewinnen darf. Das macht mich schon stolz. Ja. Judith Wieder, einen zweiten EM-Titel, so etwas hättest du wirklich nicht erwarten können. Nein, ich denke, das ist wirklich, dass jetzt nochmal EM-Titel ist worden, sogar, das habe ich nicht erwartet und das ist natürlich mega cool. Du bist ja eigentlich gar nicht vorgesehen, dass du die Langdistanz läufst und das Missgeschick über die Mitteldistanz hat dazu geholfen. Wie ist jetzt das genau gegangen? Ja, also ich habe im Mittel wirklich ganz einen schlechten Tag verwünscht, habe mich nicht qualifiziert und durfte jetzt die Langdistanz-Quali laufen, weil wir zwei Plätze noch hatten, die nicht gebraucht wurden von der Dame. Ich habe dort eine gute Quali gelaufen und wusste, ich kann das so und habe mich so jetzt eigentlich auf die Langdistanz vorbereitet und habe darum auch den Mittel ausgelassen, gestern, wo ich schlussendlich gleich konnte laufen, weil das Rennen ja annulliert wurde. Heute das Rennen war wirklich sehr gut. Ich hatte gute Beine und konnte mich vor allem auf das Technische konzentrieren. Ich habe mir die Zeit genommen, obwohl es sehr schnell war, wirklich technisch klar, also gut durchzukommen. Trotz einem kleinen Fehler noch am Schluss, wo ich recht nervös geworden bin, hat es jetzt gelangt und mit einem schönen Pölsterli noch Europameisterin zu werden. Das ist natürlich unglaublich. Hast du beim Überlauf etwas mitbekommen, auf welcher Position das du bist? Ja, der Mattu hat mir gesagt, dass ich 2 Minuten Vorsprung habe beim Überlauf. Ich habe sogar erfahren, dass es noch ein bisschen mehr war. Von dem her, ich wusste, dass der Schlusslauf es noch mal in sich hat, dass es dort noch fein wird werden und noch recht viel Steigung wird haben. Und habe probiert, wirklich bis zum Schluss konzentriert zu bleiben. Von dem her. Ja, eben, wenn mir jemand gesagt hätte, dass sie 2 EM-Titel würden gewinnen, wenn ich da anreise, das hätte ich, glaube ich, ja, nicht unbedingt gedacht, Medaillen wäre das Ziel gewesen, oder Diplome, sicher. Und jetzt so, es waren 2 unglaubliche Rennen gewesen.